Ja, Frau Wagner, Sie als Jahrgangsbeste mit Ihrer bemerkenswerten Doktorarbeit über Meeresschwämme haben uns überzeugt. Darüber hinaus haben Sie zwei hervorragend bewertete Praktika abgelegt. Leider muss ich Ihnen aber mitteilen, dass die Stelle in Leipzig bereits besetzt ist. Aber wir können Ihnen eine unbefristete Stelle in München anbieten. Sie werden 2 Wochen lang eingearbeitet, bekommen Ihr eigenes Büro und zum Übergang eine eigene Einraumwohnung. Der Arbeitsbeginn wäre allerdings schon nächste Woche Montag. Okay, das ist wirklich sehr kurzfristig. Und ich habe ehrlicherweise nicht mit einer Stelle in München gerechnet. Ich habe lange darauf hingearbeitet und wünsche mir wirklich sehr, an Ihrem Institut zu arbeiten. Ich müsste allerdings noch einige Sachen klären, bevor ich zusagen kann. Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Ihnen bis morgen Bescheid gebe? Das ist verständlich. Bis morgen brauche ich aber eine Antwort von Ihnen. Hey, mach dir keinen Kopf. Es ist das Richtige, was du machst. Du hast dein Ziel erreicht. Und es wäre dumm, jetzt einen Rückzieher zu machen. Dein Zimmer kriege ich schon vermietet. Es ist ja nur für ein Jahr. Dann bin ich hier fertig mit meiner Umschulung und komme nach. Weißt du schon, wie du das ganze Zeug nach München transportiert kriegst? Was hältst du davon, wenn ich übers Wochenende mitkomme und dir beim Einräumen helfe? Warum bist du stehen geblieben? Ich habe Angst, Julia. Was ist, wenn meine Entscheidung falsch ist? Wenn es nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe? Wenn wir uns auseinanderlegen? Deine Entscheidung ist richtig. Ich bin auch traurig, aber ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß, dass wir das schaffen. Das ist schon ein Jahr im Vergleich zum Leben eines Meeresschwammes. Crack in the door.
And it's like all the love.